Es ist bereits schon eine heiße Debatte seit Jahren, ob man Kinder lebenslänglich ins Gefängnis stecken sollte. Aber einige dieser Kinder verdienen diese Strafe ziemlich sicher. Jesse Pomeroy. Jesse machte sich bereits einen Namen als die jüngste Person, die je mit Mord ersten Grades vor dem 15. Geburtstag verurteilt wurde. Jesse wurde oft von anderen Kindern und auch Erwachsenen wegen einer Gesichtsmissbildung verspottet. Seine rechte Hornhaut war mit einer dicken weißen Schicht bedeckt. Sein Vater war in dem ganzen Ort bekannt, da er Alkoholiker war. Aber bis später kam es nicht ans Tageslicht, dass er auch körperlich missbräuchlich war. Er peitschte Jesse regelmäßig und Jessys Mutter Ruth Ann Pomeroy fühlte mit ihrem Sohn, aber stoppte den Missbrauch nie. Im Jahr 1871 gab es immer mehr Berichte von jungen Buben, die von einer mysteriösen Person aus dem Nichts attackiert und angegriffen wurden. Boston Globe nannte den Attackierenden den Red Devil und den Boy Torturer. Niemand wusste, dass es Jesse war, der diese kleinen Kinder attackierte. Die Attacken waren grausam und verstörend. Oft widerspiegelten diese den Missbrauch, dem Jesse unterzogen wurde. Er lockte Kinder mit Süßigkeiten und Geld an. Und dann zwang er sie, sich auszuziehen, wo er sie dann peitschte und bewusstlos schlug. Jesse wurde immer brutaler, er begann Messer und Nadeln zu verwenden, um dessen Körper und Gesichter aufzuschlitzen. Und er missbrauchte auch einige Opfer sexuell. Die Kinder berichteten immer von dem Attackierenden mit einem Grinsen im Gesicht, sogar einem Lachen, als er ihnen schadete. Jessys Mutter wusste immer schon, dass ihr Sohn hinter den Attacken steckte. Aber sie sagte nichts und zog mit ihrer Familie nach South Boston, wo die Attacken in den Ortschaften, von denen sie wegzogen, aufhörten und an den neuen Orten weitergingen. Aber genau dort war es, als Jesse endlich geschnappt wurde, da es einem Jungen möglich war, den Angreifer zu beschreiben. Er beschrieb sein Auge und kurz danach wurde Jesse im Alter von 13 Jahren geschnappt. Er wurde vor ein Jugendgericht gesetzt und in eine Staatsreformschule geschickt, bis er 18 Jahre alt wurde. Seine Mutter war die einzige, die für ihren Sohn kämpfte und schaffte es, ihn herauszubekommen. Und er befand sich in ihrer Obhut. Es dauerte einen Monat, bis er sein erstes Opfer umbrachte. Ein Mädchen mit dem Namen Katie Curran, die nur 9 Jahre alt war. Katie besuchte den Laden, als Jesse dort alleine arbeitete. Sie suchte nach einem Notizbuch und Jesse lockte sie in den Keller, wo er sie umbrachte und ihren Körper versteckte. Er war auch für den Tod der 4-jährigen Horace Millen verantwortlich, der auf dieselbe Art und Weise wie Katie starb. Die Straftaten führten zu Jesse und er wurde lebenslänglich verurteilt. Ursprünglich wurde er zum Tode verurteilt, aber der Gouverneur von Massachusetts weigerte sich, das zu unterschreiben, da er noch so jung war. Er starb im Alter von 71 Jahren im Bridgewater Krankenhaus für kriminell Geisteskranke. Lionel Tate. Lionel Tates Fall war einer der bestdokumentiertesten in der Geschichte und wurde von einem Medienwahn verfolgt, da er die jüngste Person in Amerika war, die je lebenslänglich verurteilt wurde und keine Chance auf Bewährung bekam. Er war nur 14 Jahre alt, als er dieses Urteil bekam, nachdem er die 6-jährige Tiffany Unick umbrachte. Lionel war 12, als seine Mutter Kathleen gefragt wurde, auf Tiffany für einen Abend aufzupassen. Und da Kathleen und Tiffanys Mutter gemeinsam in Jamaika aufwuchsen, verbrachten sie oft Zeit mit dem Kind der anderen. Nach dem Abendessen saßen Lionel und Tiffany gemeinsam vor dem Fernseher und Kathleen entschied sich dazu, nach oben zu gehen. Sie hörte Geräusche von unten und sagte den Kindern dann, dass sie leise sein sollten. Das war um ungefähr 22 Uhr, aber sie ging nicht nach unten, um nach ihnen zu sehen. Lionel ging um ungefähr 22.40 Uhr nach oben, um seiner Mutter zu sagen, dass Tiffany nicht atmen würde. Als sie fragte, was passierte, sagte Lionel, dass er seine Wrestling-Moves an dem kleinen Mädchen übte. Als sie sich den Kopf stieß und am Boden lag und weinte, ließ er sie alleine. Tiffany hatte 35 verschiedene Verletzungen, genauso wie einen gebrochenen Schädel, eine gebrochene Rippe und eine verletzte Leber, blutige Nieren, Blutungen im Gehirn und ein Dutzend blaue Flecken. Während den Untersuchungen erklärte ein Kindesmissbrauchsexperte, dass die Verletzungen vergleichbar mit einem Sturz aus dem dritten Stockwerk eines Gebäudes wären. Lionel Tate wurde dann wie ein Erwachsener behandelt und zum Mord ersten Grades verurteilt. Tate bekam nicht nur eine zweite Chance, aber auch eine dritte, da er nun nur 40 Jahre im Gefängnis sitzt, da er zugab, einen Pizzalieferanten mit einer Waffe beraubt zu haben. David Brom.
David Brum wurde mit 16 Jahren verhaftet, da er der Hauptverdächtige der Axtmorde war, welche zum Tod seiner Eltern und Geschwister führte. Die Ankläger wollten, dass er wie ein Erwachsener wegen Mord verurteilt wird. Und sie bekamen genau das. Die vier Familienmitglieder wurden in deren Pyjamas in ihrem Haus in Cascade Township aufgefunden und eine blutige Axt wurde im Keller des Hauses gefunden. Die Polizei wurde von den Lehrern des Teenagers angerufen, nachdem ein Gerücht durch die Schule ging, dass David seine Familie ermordete. Er veränderte sein Auftreten, färbte sein Haar schwarz und erzählte den Schülern, dass er seine Eltern eines Abends umbrachte, nachdem er einen Streit mit seinem Vater hatte. David, der einzige Überlebende der Familie, wurde sofort festgenommen und er schien nervös und ängstlich zu sein. Aber er beruhigte sich nach einiger Zeit, als er vierfach für Mord ersten Grades verurteilt wurde und achtfach für Mord zweiten Grades. Er ging keinen Deal ein, aber er musste psychiatrische Untersuchungen durchführen lassen und er stand unter einer 24-Stunden-Beobachtung im Bezirksgefängnis. Joshua Phillips. Joshua Phillips wurde wegen Mordes im Alter von 14 Jahren verurteilt, nachdem sein 8-jähriger Nachbar im Jahr 1998 als vermisst gemeldet wurde. Der Mord wurde zu einem großen Thema des nationalen Fernsehens und man machte sogar eine Dokumentation mit dem Titel Why Did Josh Kill? Im November wurde entdeckt, dass die 8-jährige Maddie Clifton verschwunden war und die erste Person, die erwähnt wurde, war ihr Nachbar Larry Grisham, da er bereits zweimal verhaftet wurde, aber beide Klagen wurden fallen gelassen. Grisham führte einen Lügendetektortest durch und scheiterte, als er über Maddies Verschwinden befragt wurde. Aber er hatte ein Alibi. Nach ein paar Tagen konnte die Polizei Maddie immer noch nicht finden und somit stoppten sie die Suche nach dem kleinen Mädchen. Aber über 400 Freiwillige suchten weiter, genauso Joshua Phillips, der sich als ihr Mörder herausstellte. Sogar das FBI war in den Fall involviert. Fast eine Woche später wurde Maddie an einem komischen Ort gefunden. Phillips' Mutter räumte das Zimmer ihres Sohnes auf, als sie bemerkte, dass sein Wasserbett undicht war. Sie hob es und entdeckte Maddies Körper innerhalb des Bettes und ging sofort zur Polizei, da immer noch die Nachbarschaft befragt wurde. An diesem Tag wurde Phillips in der Schule verhaftet und in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Er erzählte vor Gericht, dass Maddie eines Tages vorbeikam und fragte, ob Phillips mit ihr spielen möchte und dass dann beide nach draußen gingen, um Baseball zu spielen, als er alleine zu Hause war. Normalerweise war es ihm nicht erlaubt, Freunde da zu haben, wenn seine Eltern nicht zu Hause waren. Aber an diesem Tag hörte er nicht auf sie. Er schlug den Ball und traf das Mädchen am Auge und sie begann zu bluten. Dann begann sie zu schreien und zu weinen. Phillips sagte, dass er Panik bekam und Angst davor hatte, was sein Vater ihm antun würde, wenn er das herausfindet. Es wurde bereits berichtet, dass sein Vater körperlich missbräuchlich gegenüber dem Jungen und der Mutter war. Phillips zog das Mädchen dann ins Haus und würgte sie für 15 Minuten mit dem Telefonkabel. Und dann schlug er sie mit dem Baseballschläger und versteckte sie unter seinem Bett. Sein Vater kam einige Minuten später nach Hause und unterhielt sich mit ihm normal, bevor er zurück in sein Zimmer ging, wo er dann bemerkte, dass das Mädchen noch am Leben war. Er nahm ein Messer aus der Küche und stach auf sie 11-mal ein, bis sie tot war. Er wurde mit Mord ersten Grades verurteilt und bekam lebenslänglich im Gefängnis, ohne jegliche Möglichkeit auf Bewährung. Eric Smith. Eric Smith war 1994 14 Jahre alt, also die maximale Zeit, die es für Jugendmörder gab, bekam. Damals war es ein Minimum von 9 Jahren und ein Maximum von lebenslänglich. Im Jahr 1993 fuhr Smith mit seinem Fahrrad zum Sommercamp in einem Park, als er den 4-jährigen Derek Robbie sah, wie er alleine zum Camp lief. Er lockte den Jungen in den nahegelegenen Wald und würgte ihn dort und schmiss ihm einen großen Stein auf seinen Kopf, was dann auch die Todesursache war. Die Mutter des kleinen Jungen ging zum Park, um ihn abzuholen und erfuhr erst dann, dass er es nie dorthin schaffte. Nach einer 4-stunden-langen Suche wurde dann seine Leiche gefunden. Eric Smith gestand den Mord an dem 4-jährigen seiner Mutter in derselben Nacht und die Familie Smith kontaktierte schnell die Strafverfolgung nach seinem Geständnis. Im Jahr 1994 wurde er wegen Mord zweiten Grades verurteilt und für die maximale Zeit für Jugendstraftäter ins Gefängnis gebracht.
Ihm wurde eine Bewährung bereits 8-mal verweigert, seit dem Jahr 2002 und zuletzt im April 2016. Während dem Verfahren beschrieb er, dass er sich nicht vorstellen könnte, den Rest seines Lebens hinter Metallgittern zu verbringen. Er schrieb der Robbie-Familie einen Brief, einige Wochen nachdem er ins Gefängnis kam. Darin erwähnte er, wie sehr es ihm leid tut, wie viel Schmerz er mit seinen Taten verursachte. Er entschuldigte sich in Interviews bei Derek Robbie einige Male und sagte, dass er sich wünscht, dass er alles zurücknehmen könnte und dass, wenn er könnte, er mit ihnen den Platz tauschen würde, damit er den gleichen Schmerz spüren kann, wie alle Betroffenen an diesem Tag. Seine nächste Bewährungsanhörung ist im Jahr 2018.